Bastis Grill und Koch Channel. Heute wollte ich euch mal ein Gericht zeigen, was ich oft in der Ukraine gesehen habe, wo ich dort war. Und zwar Hähnchenschenkel machen wir mit Kartoffeln im Backofen. Was wir dafür brauchen, zeige ich euch gleich. Auch wieder ein super Gericht, geht sehr schnell und man braucht nicht viel. Ich habe hier 3 Hähnchenschenkel geholt und habe jetzt in dem Fall 6 Kartoffeln genommen. Ihr könnt aber auch beliebig die Kartoffeln nehmen. Ich habe hier eine Trockenmarinade, ein Hähnchengewürz mit Paprika, Salz, Pfeffer. Wir brauchen ein bisschen Olivenöl. Ich habe jetzt hier spanisches gerade da gehabt für die Kartoffeln. Und ganz wichtig, Mayonnaise für unsere Hähnchen. So, ich nehme jetzt hier das Hähnchen. Was mir jetzt hier hinten persönlich nie so gefällt, das sind diese Hautlappen, die hier runter gucken. Die schneide ich normalerweise immer ab. Das könnt ihr aber wirklich machen, wie ihr wollt. Mir selber passt es einfach nicht. Das machen wir jetzt mit den anderen auch. Und dann nehmen wir hier unsere Trockenmarinade und verteilen sie hier drüber. Das waren ja 4 Esslöffel, 4 große Esslöffel. Das verteilen wir jetzt schön von jeder Seite. Massieren das ein. So. Und lassen das dann, wenn wir die anderen 3 auch gemacht haben, lassen wir das 2 Stunden im Kühlschrank ziehen. In der Zeit, wo unsere Hähnchenkeulen jetzt im Kühlschrank sind, werden wir unsere Kartoffeln schneiden, besser gesagt schälen, halbieren und dann geben wir das Ganze in eine Auflaufform. Jetzt kümmern wir uns noch um die Kartoffeln und ich hatte noch ein bisschen Hähnchengewürz übrig. Das verteile ich jetzt einfach hier ein bisschen. Da brauchen wir auch nicht so viel. Einfach, dass da auch ein bisschen Salz noch dran ist und ein bisschen Gewürz. So. Als nächstes nehmen wir Olivenöl. Auch da wirklich einfach nur drüber. Das langt schon. Das mischen wir jetzt durch hier, dass es wirklich überall ist. Und dann geht es auch schon weiter. Jetzt geben wir unsere Kartoffeln einfach hier dazu. Ofen ist vorgeheizt, 180 Grad. Das Ganze wird jetzt, ich schätze mal so, ja, zwischen 40 und 50 Minuten wird es brauchen. Wir schauen zwischendurch auf jeden Fall mal rein. Leute, ich muss sagen, das sieht wirklich granatenmäßig aus. Wir haben eine wunderbare Kruste schon oben drauf. Wir haben jetzt noch genau 5 Minuten. Ich denke, das wird dann auch recht. So, Freunde, jetzt sind wirklich 45 Minuten um. Ich finde, es ist brutal geworden, also wirklich ganz, ganz kross. Und ich hoffe auch, dass euch das Video gefallen hat. Ich gehe jetzt noch mal näher hin. Ich hoffe, ihr seht's. Falls es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und ein Like, würde mich sehr freuen. Und es werden wie immer viele weitere Gerichte noch folgen. Bleibt gesund!